Pokémon Poker Night. Habt ihr euch erschrocken, ne? Oh, mir ist total warm. Ne, mir ist total warm. Für PC 70 Grad, ne? Kühlschrank aufgemacht, ne? Da kommt auch 70 Grad Wärme raus. Das ist nicht mehr auszuhalten. Das ist einfach nicht mehr auszuhalten. Habt Spaß, Jungs. Alles klar, Mrs. P. Ich werde schauen, dass ich dem Kleinen nicht alles abzwacke. Was geht, Jungs? Denkt ihr, ihr habt heute mehr Glück? Glück hat nichts damit zu tun. Du bist einfach gestern schon kein Glück gehabt, morgen kein Glück gehabt. Ich hab doch neulich von einem Kollegen auf der Arbeit erzählt. Sein Name ist Yugi. Yugi war dein Name? Nun, ich bin Chuck und das ist Dan. Sag hallo, Dan. Ist das etwa ein Gürtel an deinem Hals? Ja, ist es. Und das hier ist mein Millenniumspass. Ist das nicht so, wenn man der Sklave von einer Herrin ist oder andersrum, wenn man, die Sklavin von Herr ist. Ich meine ja nur, ich frag für so einen Freund oder so, weil der hat auch immer einen Gürtel um den Hals. Er ist von außerhalb. Wie auch immer. Spielst du Poker, Yugi? Ich liebe Karten! Mein Großvater sagte mir einst, ich soll immer auf das Herz der Karten vertrauen. Was soll ich sagen? Ja. Der Junge liebt Karten. Wir spielen Five Card Draw. Einäugige Buben sind Joker, okay? Hört sich gut Kein an. Problem. Hervorragend! Es geht jetzt ab hier. Willst du deine Karten nicht prüfen, Yugi? Dafür gibt es keinen Grund. Ich habe das Gefühl, dass bei Yugi, sobald ein Duell beginnt, dass irgendwie in den so ein Dämon reinfährt. Ich bin kein Demotologe, aber ich würde langsam mal sagen, man sollte vielleicht bei ihnen einen Exorzismus durchführen. Bei mir wird's auch jeden Tag gemacht. Bis jetzt ist der Dämon noch nie rausgekommen. Das Einzige, was ich bis jetzt gereinigt hat, war mein Darm. Aber bei Ihnen so, ho, das sieht nicht gesund aus, ne? Oder Persönlichkeitsstörung, kann auch sein. Grund. Okay. Wie sieht das bei euch aus? Ich nehme 2. Ich nehme 4. Nun, ich erhöhe 5. auf $2, Jungs. Bin Boah. Raus. War klar, Chuck. Ist mir etwas zu viel. Wie sieht's mit dir aus, Yugi? Steigst du aus und tust es ihnen gleich? Irgendwas gefällt mir an seinem Lächeln nicht. Er könnte alles auf der Hand haben. Ja. Du musst an dich glauben, Yugi. Wenn du an dich glaubst, werden die Karten deinem Weg folgen. Ich schwöre, auf der Arbeit macht er sowas nicht. Meine Freunde glauben an mich. Ich pack das. Diese Runde ist noch nicht vorbei, Dave. Zeig deine Karten. Heul aber nicht direkt los. Ein Achterpärchen über 3. Nicht so schnell. Deine Überheblichkeit ist ein Also ich glaube, hier wird definitiv schwarzes Loch dabei sein. Und dann ist vorbei. Wenn die Zauberkarte ausgespielt wird, ist es vorbei. Und ich glaube, der weiße Drache, also Yugi wird hier gute Chancen haben, wenn der seine Karten offenlegt. Endlich legt er mal seine Karten offen. Untergang! Deine zwei Paare mögen beeindruckend sein, doch wirst du merken, Danke. Dass mehr als das nötig ist, um einen Gegner zu besiegen, welcher ein reines Herz besitzt. Denn das Mächtigste dieser Welt ist Freundschaft. Also erlaube mir, dir 3 meiner ältesten Freunde vorzustellen. Die 3 Buben. Okay. Was verfickt passiert hier? Geiler Effekt, geiler 3D-Beamer, den kaufe ich mir auch. Und jetzt, meine Buben, zieht eure Waffen und zerstört seine Pärchen der 8. Ja, da ist ein bisschen mehr als Persönlichkeitsstörung. Wie es aussieht, bin ich dran. Und wenn keine Einwände bestehen sollten, nutzen wir mein persönliches Deck. Was ist gerade passiert? Und da meine Buben diesen mickrigen Tisch zerstört haben, wird ein neues Spielfeld benötigt. Ja, geiler Effekt, geile VR-Brille, gefällt mir, aber ich hab Termine, du. Also ich hab meinen Ofen vergessen auszumachen. Ich muss ganz schnell nach Hause. Ich hab keine Zeit hier mitzuspielen. Es tut mir leid. Ich geh. Ich bin raus. Was ist es nur mit dir und Gürteln? Was zur Hölle? Ich sehe aus wie ein nobler Pirat. Könnte schlimmer sein, Kumpel. Schau dir den an. Ich mag's, um ehrlich zu sein. Eine Menge Lila. Würde mir auch gefallen. Wenn ihr dann also so weit seid. Privat. Oh, sicher. 2 Karten sind alles, was ich benötige, um euch Narren zu besiegen. Ich nehme auch 2 Karten, ihr Schwanzlutscher! Was, zu viel? Ich hab dich genau da, wo ich dich haben will. Ach, wen verarsche ich hier? Gib mir 4. Wie ihr meint, ich werde nur eine Karte ziehen und nun gehe ich all in! Call! Es wird unmöglich für euch sein, mich zu besiegen, denn ich bin vor euch sicher in meinem Full House!
da. Naja, das ist halt das Problem mit den Leuten, die Probleme haben, ne? Erklär das mal den Leuten, ne? Also ich habe mir damals als Kind, ich habe mir aus dem Stock ein Schwert gebaut und ein Schild gebaut und bin draußen als Ritter rumgelaufen und habe Burgen eingenommen. So, bis ich dann gemerkt habe, irgendwas stimmt hier. Nee, erstmal, ich bin kein Ritter, zweitens, hier gibt's keine Burgen und drittens, ich sollte mal was gegen meine Psychosen machen, ne? Also wenn euer Kind, ne, im Garten spielt und Busfahrer spielt oder im Garten, keine Ahnung, irgendwas anderes spielt, das ist schon Anzeichen, ne, dafür, da sollte man vielleicht ganz dringend mal mit dem Kind zum Psychiater gehen. Ne, das hat nichts mehr mit Fantasie zu tun. Ne? In meiner Fantasie habe ich auch viel Geld auf mein Konto. Ne? Ist aber nun mal nicht so. Das denkst du jedenfalls. Schauen wir mal, wie dir meine Herz 8 gefällt. Holt ihn euch! Versager! Nichts kann mich hier besiegen. Alter, ich hab was davon in den Mund bekommen. Erbärmlich. Lasst mich euch zeigen, wie ein echter Kartenspieler das handhabt. Ich rufe dich, mein Vierling! Was? Oh. Die apokalyptischen Reiter! Schick. Der Apokalypse. Er zittert vor Angst, Chuck. Wenn ich da. Ja, aber was macht man da als Elternteil, ne? Gibt man das Kind ab? Versucht man das Kind nochmal in die Babyklappe zu geben? Versucht man das Kind irgendwie abzutreiben? Oder soll man dem Kind einfach die zu schoßen lassen und hoffen, dass es besser wird, ne? Was macht man? Ne, was macht man mit solchen Kindern? Ein Vollhaus in ein Haus voller Blut verwandelt! Komm schon, Alter! Es ist doch nur ein Bier! Haha, jetzt verstehe ich! Ein Vollhaus voll von Chucks Blut! Der war gar nicht schlecht, Dave! Guter Witz! Ich glaube, ich habe mich eingepisst! Das wird ein kleines Problem sein, Kai! Nichts kann ich jetzt noch wissen. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also ich tendiere, ich bin ja seit heute Facharzt, ne? Und ich tendiere so ein bisschen zu, naja, es könnte eine Persönlichkeitsstörung sein, es könnte aber auch ein Dämon sein, ne? Also ich würde einfach mal alles ausprobieren. Ich würde einmal eine geeignete Therapie für ihn suchen, ne? Und nebenbei jeden Tag einen Exorzismus durchführen, ne? Irgendwas muss ja funktionieren. Irgendwas muss ja funktionieren. Siegen! Ich habe eure erbärmlichen Pläne durchschaut und eure traurigen Handkarten zerstört! Erzittere vor mir, Yugi! Ich werde dich auslöschen und im Anschluss gehören deine $15 mir! In einer Sache magst du recht haben, Dave. Meine Hand kann den gewaltigen Angriffen deiner Ritter nichts entgegensetzen. Ein paar? Die Mühe lohnt sich kaum, um dich zu zermalmen, doch ich werde es trotzdem tun. Mach dich bereit, vernichtet zu werden, Yugi, wenn die geballte Macht meiner Ritter auf dich zustürmt und ich dieses Spiel gewinne. Aber wenn ich du wäre, würde ich das nicht tun. Ich auch nicht. Es mag deiner Aufmerksamkeit entgangen sein, aber wenn du genau hinsiehst, wird dir etwas an meinem Buben Xbox-Symbol auffallen. Im Auge. Du siehst richtig. Microsoft. Er hat nur ein Auge. Ja, ich sag's euch, ne, also lasst die Kinder unten spielen, aber wenn die sowas spielen, ne, und sich gegenseitig hier zusammenschlagen, sperrt euren Keller ein. Bei mir haben sie es so gemacht, wo ich als Ritter unterwegs war, die haben sie mich dann unten im Keller an die Kette gemacht und meine Eltern haben mir dann, die wussten nie, was sie mir geben sollten, dann haben sie Menschenfleisch mir gegeben, ne. Ja, zu viel Fantasie ist auch nicht gut, ne, zu viel Fantasie ist auch nicht gut. Erinnerst du dich? Dann passiert sowas. Chuck sagte zu Anfang des Spiels, dass einäugige Buben Joker wären. Ist das nicht so, Chuck? Kann mich jemand ins Krankenhaus bringen? Hey. Was heißt das? Das gehört zum Spiel. Da muss jemand sterben. Kann. Und ich wähle meine Lieblingskarte, den König des Kreuzes. Nein! Das ist nicht möglich! Das Doch. War noch längst nicht nee. Alles. Da meine Karten jetzt alle den gleichen Typ besitzen, kann ich sie kombinieren und den unaufhaltsam. Das geht nicht. Das ist gegen die Regeln. Royal Straight Flush, vernichte ihn! Nein! Was um alles in der Welt geht da unten vor? Wir spielen nur Karten, Mrs. P. Chucky, ihr macht da besser keine Unordnung, sonst ja. bekommst du großen Ärger. Okay, Mom. Was? Ist das wirklich die Mutter oder was? Also es können auch beide sein. Ihr könnt die Mutti und der Baba sein. Ne? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Was?
Warum ist hier ein riesiger Schnellkörper in meiner Küche? Chucky! Ja, schwierig, ne? Was macht man mit Kindern mit zu viel Fantasie, ne? Man sollte Kindern ganz schnell beibringen, ey, raus aus deiner Fantasiewelt, sonst kriegst du eine ganz starke Therapie oder wir machen mit dir einen Exorzismus. Und zeig den Kindern mal die Realität. So, mit 4 Jahren kannst du dein Kind mal sagen, nee, nie nur spielen, Steuern zahlen, mein Guter, GZ bezahlen, arbeiten gehen. Nie Fantasie. Fantasie ist schön, aber Fantasie macht deine Psyche kaputt. Siehe hier. Guck mich an. Ne? Mich haben sie aus der Fantasie auch nie rausgeholt, ne? Ich habe bis heute noch die Fantasie, dass ich reich bin, ne? Aber bin ich nicht. Bin ich nicht. Das macht mich kaputt. Deshalb wäre ich jetzt Papa, ne? Und hätte ich solche Kinder, also ich würde jetzt sowieso erstmal schnell das Haus dann abfackeln, weil ich einfach Angst hätte, dass die Kinder von Dämonen besessen sind. Aber hätte ich solche Kinder, würde ich sagen, besser öff. Es war schön und gut. Du hattest deine Zeit mit deiner Fantasie, aber jetzt beginnt mal die bittere Realität. Du bist jetzt 4 Jahre alt, du könntest langsam mal anfangen, im Wald zu helfen und arbeiten zu gehen. Mal Steuern zu zahlen, mal Miete zu zahlen. Ganz einfacher Punkt. Ne, nix Fantasie. Es beginnt die Realität, mein Guter. Ne? Mit 4 Jahren. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.